Die verstorbene Carrie Fisher hat ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Ihre Tochter Billie Lourd fand rührende Worte. Am 4. Mai, dem Star Wars Tag, hat Carrie Fisher, von 1956 bis 2016, ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Bei der Zeremonie für die Schauspielerin, die insbesondere als Prinzessin Leia aus der beliebten Skifi-Saga bekannt war, waren unter anderem auch ihre Tochter Billie Lourd, 30, und Mark Hamill, 71, zugegen. Lourd und der Darsteller von Luke Skywalker erinnerten sich rührend an Fisher. Verdammt, sie war unsere Prinzessin. Hamill habe Fisher kennengelernt, als sie 19 Jahre alt war. Sie war so charmant, so lustig, so hinreißend, so weise für ihr Alter. Ich konnte es einfach nicht glauben, erzählte der Schauspieler. Aber auch brutal offen sei seine Kollegin und Freundin gewesen. In einem Notizbuch habe er einige Gedanken rund um die Zeremonie niederschreiben wollen. Doch dann habe er Worte gefunden, die er kurz nach dem Tode Fischers verfasst hatte. Carrie war einzigartig. Verdammt, sie war unsere Prinzessin, sagte Hamill. Sie spielte in meinem beruflichen und persönlichen Leben solch eine entscheidende Rolle und beide wären ohne sie sehr viel leerer gewesen. Einfach alles wäre für ihn sehr viel eintöniger und weniger spannend gewesen, wenn sie nicht die Freundin gewesen wäre, die sie war. Er werde niemals aufhören, sie zu vermissen, sei aber dankbar für das Gelächter, die Weisheit, die Güte und sogar den verzogenen, zügellosen Mist, mit dem mein geliebter Weltraumzwilling mich über die Jahre hinweg in den Wahnsinn getrieben hat. Also danke, Carrie. Ich liebe dich. Billie Lourd hielt ihre Mutter für peinlich. Mama, du hast es geschafft, erklärte Lourd während der Zeremonie. Wie die meisten Kinder habe sie damals gedacht, dass ihre Mutter peinlich sei. Mit ihrem coolen Film, in dem sie mitgespielt hatte, wollte sie die Meinung ihrer Tochter ändern. Star Wars. Ich weiß nicht, ob jemand von euch jemals davon gehört hat, scherzte Lourd. Immer wenn sie den Film damals angemacht habe, habe die junge Billie mit den Augen gerollt oder sich beschwert. Es ist zu laut, Mama. Auf der weiterführenden Schule habe sich Lourd dann selbst dazu entschlossen, endlich Star Wars anzuschauen, nicht weil ich plötzlich ein leidenschaftliches Interesse an 70er-Jahre-Skifi entwickelt hatte, sondern weil Jungs zu mir gekommen sind und gesagt haben, dass sie Fantasien über meine Mutter hatten.